Ja, schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei der Vorführung von Schwarzer Kies von Helmut Keutner. Sollte Ihnen die Perspektive, mir jetzt 5 Minuten zuzuhören, allzu großen Schrecken bereiten, dann können Sie sich die Zeit damit vertreiben, dieses Buch oben zu erwerben. Das ist eh besser, als mir zuzuhören. Und es ist ein Top-Meisterwerk der Weltfilmliteratur. Ich muss das wissen, ich habe es rausgegeben. Mit der guten Frau Dillmann zusammen. Wir sind schuld. Sie können ein bisschen unserer Schuld auf sich nehmen durch den Erwerb dieses wundersamen Werks. Ich halte es nochmal hoch. Es ist fantastisch. Tun Sie es einfach. Jo. Wer hat die Redaktion? Lies das doch einfach mal alles vor. Wer hat die Redaktion gemacht? So. Das ist gar keine Frage. Aber dann amüsierst du dich all dieweil und hörst mir nicht so genau zu. Ja, wo ist denn die liebe Frau Ines Bayer? War die nicht gerade? Die ist da hinten mit meiner Frau Co-Herausgeberin. Da vorne sind die Leute, die wirklich gearbeitet haben. Ich habe nur dumm dabei gesessen. Und die Autoren zusammengerufen und gesagt, ihr macht jetzt mal. Haben auch alle Ja gesagt. So. Ja gesagt hat auch Helmut Keutner ab einem bestimmten Punkt, als es dann irgendwann doch zu nervig wurde, Leuten zu erklären, dass man einen antisemitischen Charakter in einem Film haben kann, ohne deshalb einen antisemitischen Film zu machen. Schwarzer Kies. Möglicherweise der größte Film, den Helmut Keutner je gedreht hat. Und das sagt man nicht leicht hin bei diesem Filmemacher. Gar nicht leicht hin. Hatte sich, glaube ich, zu seinem eigenen Verdutzen in einer Situation wiedergefunden, mit der ehrlich gesagt auch nicht zu rechnen war. Sein Film Schwarzer Kies, der ohnehin darauf angelegt war, sagen wir, Ärger zu machen, machte Ärger in einer Art und Weise, die nicht erwartet wurde, nämlich plötzlich als ein antisemitischer Film. Wie kam es dazu? Sie werden heute, wenn ich mich nicht ganz täusche, die Premierenfassung des Films sehen. Das heißt, die Fassung, die sämtliche Szenen beinhaltet, die man dann einen Monat später in den Verleihkopien nicht mehr sehen konnte. Es ist natürlich, gibt natürlich keine Zensur in der Bundesrepublik Deutschland. Ne? Also das ist alles ganz freiwillig gemacht worden. Auf den freiwilligen Druck hin des Zentralrats der Juden in der Bundesrepublik oder um es genau zu sagen, des damaligen Vorsitzenden, Herr de Mahn. Der Film hatte seine Premiere und plötzlich war in den Zeitungen zu lesen, dass das ganz schlimm war und dass allen Ernstes besagter Herr de Mahn vor Gericht gehen wollte, weil dieser Film sozusagen die Gefühle des jüdischen Volks verletzt. Was war passiert? Es gibt in diesem Film eine Szene, die werden Sie gleich sehen, in der jemand als Saujud beschimpft wird. Eine Figur, der man dann auch sieht, dass sie im KZ war. Für Keutner dürfte diese Szene in gewisser Hinsicht nichts Besonderes gewesen sein, weil das nicht die erste Szene in seinem Schaffen ist, in der der fortschreitende oder beziehungsweise immer noch ungebrochene Antisemitismus in der BRD zu sehen ist. In der Tat hatte er in Der Rest ist Schweigen schon so eine Figur und so eine Szene drin. Damals ist es Heinz Drache als Ex-Wehrmachtsoffizier höchsten Ranges, der an einer Stelle von sich gibt, ja, selbst die Juden haben gespendet oder sowas und dafür von seinen Verwandten, wir befinden uns in einer Variation der Familie Krupp, die wiederum eine Variation von Hamlet gibt, von seinen Verwandten also ein bisschen streng angeschaut wird. Das sagt man jetzt nicht mehr. In gewissen bundesrepublikanischen Kreisen hat man das sehr lange noch so gesagt. Und das auch nicht ganz versteckt. Ergo dürfte es Keutner sehr überrascht haben, dass plötzlich eine Szene, die genau dasselbe macht, aber plötzlich ein Opfer zeigt,
auf derartige Reaktionen stoßen würde. Man kam zu einem Kompromiss, die Szene wurde entfernt, mehrere andere Szenen auch. Die spätere Verleihfassung ist, glaube ich, ziemlich genau 10 Minuten kürzer als die Premierenfassung. Keutner musste wie sich für diesen Film noch eine weitere Ohrfeige abholen. 1961 drehte er diesen Film sowie den wunderbaren Film Der Traum von Lieschen Müller, der quasi die knackige, bunte, sagen wir mal, Musik-Lustspiel-Variante von Schwarzer Kies ist, nämlich eine weitere Abrechnung mit dem wirtschaftswunderseligen Deutschland West. Beide Filme bekamen 1962 von einer Entität, die sich Junge Bundesdeutsche Filmkritik nannte, den Preis für den schlechtesten Film des Jahres eines renommierten Filmschaffenden. Der Preis wurde angeblich ex aequo verteilt, weil man nicht wusste, welcher Film schlimmer ist. Ich würde sehr gerne mal wissen, wer diese Leute waren. Ich habe das noch nicht rausfinden können. Nicht, um sie zu verhöhnen, sondern einfach nur mal so ein paar Namen zu historischen Begebenheiten zu haben, die zu dann in irgendwelchen merkwürdigen Gruppierungen versinken. Fakt ist, dass Keutner mit diesen zwei Filmen an der Stelle ist, wo der bundesrepublikanische Film in der Zeit mehrheitlich nicht ist und wo auch der junge deutsche Film noch sehr, sehr lange brauchen wird, bis er mal dahin kommt. Sehr lange. Für Keutner war es mehr oder weniger fast schon das Ende seiner Kinoregiekarriere. Er macht danach noch Die Rote, der ebenfalls in diesem Programm zu sehen sein wird, nach Alfred Andersch. Alfred Andersch war ähnlich unglücklich über das, was Keutner mit seinem Film machte, wie Köppen über das unglücklich war, was Harald Braun mit seinem Treatment gemacht hatte. Im Gegensatz zu dem sehr scheuen Köppen hat die alte Rampensau Andersch es sich nicht nehmen lassen, sich bei der Berlinale, wo der Film seine Uraufführung hatte, mit Keutner aufs Podium zu setzen und durfte sich dann auch von Keutner anhören, als er sich über die Qualität der schwülstigen Dialoge beschwerte. Aber die haben Sie doch geschrieben, Herr Andersch. Andersch hat sich davon sehr gut erholt. Die Karriere von Keutner hat sich nach dem Fiasko von Die Rote nicht mehr erholt. Keutner hat zwar noch ein paar Kinofilme gemacht, die aber, sagen wir mal, nicht mehr dem Genie entsprach, das man erwarten durfte, die auch eher so eigentlich ziemlich unterhalb der Mittelbaulinie bei Keutner liegen. Und hat sich vor allen Dingen dann im Fernsehen betätigt. Also eine ähnliche Karriere wie das andere Schwergewicht dieser Epoche. Wolfgang Staudte. Man kann sich natürlich fragen, hätten diese Regisseure überhaupt noch eine Chance im Kino gehabt, mit dem, was sie wirklich gut gemacht hat? War es nicht im letzten Endes vielleicht sogar sinnstiftend, dass sie ins Fernsehen gegangen sind, wo das Publikum mittlerweile war, zu dem sie in den 50er Jahren gesprochen hatten, und wo avanciertere Formen definitiv lieber gesehen wurden? Es war ja ein avanciertes Medium, das Fernsehen. Das vergisst man ja heute gerne. Es gibt im Fernsehen ja auch wenig Grund, heute noch was Avanciertes zu sehen. Dass also Keutner, Staudte und einige andere, Harald Braun sicherlich auch, hätte er noch länger gelebt, den Weg ins Fernsehen gegangen sind, um dort zu den Leuten so zu sprechen, wie sie es für richtig hielten. Nämlich eine Masse intelligenter, vernunftbegabter Menschen. Ich hoffe, Sie sind auch intelligent und vernunftbegabt und werden am Ende dieses Films sagen: Ja, danke, Helmut. Viel Vergnügen.
vor noch einen sehr sinistren, lustigen Film aus der Welt des... Jetzt aber, ja. Meine Güte, ich vergesse meine eigenen Programme schon. Richtig, davor gibt es ja auch noch was. Eine, ja, aus dem bundesdeutschen jungen Film. Ein ebenfalls seinerzeit ziemlich verhasstes Objekt, das aber mehr so vom Establishment, in dem wir einen weiteren Blick werfen dürfen in die bundesdeutsche Provinz. Also bei Keutner ist die bundesdeutsche Provinz, in die wir gucken, hier recht naheliegend. Ich sage nur Hahn. Also das, was wir da sehen, ist damit ist Hahn gemeint. Also die amerikanische Luftwaffenbasis, um die es bei Keutner geht. In den Notizen aus dem Altmühltal kriegt man ein ziemlich sinistres Bild geliefert darüber, was das Wirtschaftswunder alles so nicht gemacht hat. Der Film ist ziemlich ätzend und wurde deswegen seinerzeit, wie gesagt, auch nicht sonderlich geliebt. Hat, glaube ich, sogar ein Prädikat nicht bekommen deswegen. Die Regisseure Strobel Tichawski waren damals Mitunterzeichner des Oberhausener Manifests und so mit die großen Hoffnungsträger des jungen deutschen Films. Und sie waren wahrscheinlich diejenigen als unter den Dokumentaristen dieser Gruppierung, die nicht im Industriefilm arbeiteten, sondern mit, sagen wir mal, eher in die Welt rausgingen und quasi für den Anschluss sorgten an bestimmte internationale Tendenzen. Dafür müsste man sich dann zum Beispiel mal den Film Nota Bene Mezzogiorno anschauen, der, wie ich glaube, es war Uwe Nettelbeck damals schrieb, den bundesdeutschen Dokumentarfilm endlich auf Welthöhe brachte. So, also jetzt gibt es richtig, richtig, richtig viel Schlimmes aus diesem Land zu sehen. Aber schmeißen Sie deswegen nicht Ihren Personalausweis weg. Es gibt heute viel bessere Gründe, das zu tun. Nicht wegen diesem Film. Danke.